Anlauf, Sprung, Wurf. Diesen Bewegungsablauf üben die Damen der SG Waltenhofen-Kottern unzählige Male während ihres Trainings. Sie spielen in der Handball-Bayernliga und vertreten dort die Allgäuer Farben. Obwohl sie in der gleichen Spielklasse wie die Herren aus Ottobeuren spielen, kommen sie längst nicht an die Zuschauerzahlen dort heran. Der Damenhandball steht, was die Zuschauerzahlen betrifft, dem Männerhandball immer nach, weil eben hier die athletische Dominanz der Männer einfach hier durchaus mitreißender ist, das muss man schon sagen. Die Athletik, die Schnelligkeit, das ist schon ein bestimmender Faktor, auch für die Begeisterung der Zuschauer. Dabei sind die Unterschiede zwischen Männer- und Damenhandball auf den ersten Blick gar nicht so groß. Was die Taktik betrifft, ist es die gleiche Sportart. Im Wesentlichen ist halt, denke ich, Männerhandball schon ein bisschen härter und das Damenhandball ist vielleicht mehr auf Taktik aus, würde ich jetzt sagen. Die sind halt athletischer, denke ich, Männer, ist halt einfach so. Das ist, denke ich, der wesentliche Unterschied. Und obwohl die Athletik bei den Männern größer sein mag, was die Wurfgeschwindigkeit angeht, die liegt bereits hier bei bis zu 90 km/h. Solchen Schüssen werfen sich dann die Torhüterinnen regelmäßig entgegen. Manche mag vielleicht glauben, dass ein solches Verhalten etwas merkwürdig ist. Das sehen die Mädels zwischen den Pfosten aber naturgemäß anders. Überhaupt nicht, weil das Größte ist, wenn man einen Ball hält und alles jubelt. Trainer Silvester Kreiter sieht die Euphorie der Menschen nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft der Männer 2007 inzwischen abgeebbt. Eine Folge? Das ohnehin schon geringere Zuschauerinteresse gegenüber den Damen, verbunden mit weniger Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten, heißt auch weniger Sponsorengelder. Wir kommen um die Runden, aber halt auch gerade so. Ja. Wir müssen immer wieder schauen, dass wir Aktionen setzen, dass wir unseren Etat stemmen können. Und wohl auch deshalb ist das Saisonziel des Allgäuer Bayernligisten bescheiden. Doch selbst für das ist in dieser Spielklasse schon ein akribisches Training notwendig. Wir sind in die Saison gestartet mit dem Ziel Klassenerhalt. Um das Thema kämpfen wir noch immer. Von der Tabellensituation her ist es so, dass Ettershausen momentan klar im Vorteil ist. Das ist unser direkter Konkurrent. Die haben 4 Punkte Vorsprung. Die kommen noch zu uns am allerletzten Spieltag. Da müssen wir mal schauen, wie sich bis dahin die Tabellensituation darstellt. Weil Ettershausen jetzt hat in den nächsten 4 Spielen die Mannschaften der Reihe nach hat, die auf Platz 1 bis 4 stehen. Und wir haben die Mannschaften aus dem Mittelfeld, haben also eher die Möglichkeit, jetzt noch zu punkten und den Rückstand wettzumachen. Die Chancen zum Klassenerhalt sind also da. Denn einige Weisheiten des legendären Fußballphilosophen Sepp Herberger treffen auch auf den Handball zu. Der Ball ist rund und das Runde muss ins Eckige.